Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 2020 Trainerkarriere. Ich komme ein bisschen gefrustet von FIFA, Torwart und Trainerkarriere. Ihr habt die Folgen bestimmt schon gesehen, falls nicht, schaut da mal vorbei, wenn ihr sehen wollt, warum PES besser ist als FIFA. Deswegen freue ich mich jetzt unglaublich auf PES. Hier geht nur ein fettes Shoutout an Konami raus. Ihr seid einfach die geilsten und ja, wir sind hoffentlich auch die geilsten, denn wir haben 6-1 gegen Dortmund gewonnen und wollen natürlich daran anknüpfen. Platz 9 Freiburg steht vor uns und danach haben wir zu Hause das Spiel gegen die beste Defensive zusammen mit uns, Hertha BSC Berlin. Und die Berliner, die haben wir eben wie gesagt zu Hause bei uns und da hoffentlich können wir sie so genauso wie Dortmund ein bisschen wegdreschen und die beste Defensive dann alleine behalten. Und gegen Freiburg hoffentlich natürlich auch gewinnen. Ich hatte letzte Folge gefragt, ob wir Boateng verkaufen sollen. Und mir hat nur einer geschrieben, oh Mann. Aber ich höre mal auf den einen. Ich hoffe, dass die anderen nichts dagegen haben, dass wir Boateng jetzt dann eventuell verlieren könnten. Derjenige hat ganz vernünftig geschrieben, wir sollen einfach mal 17,5 bieten. 14,4 Millionen wurden hier geboten. Wir sollen mal 17,5, geht nicht. Da machen wir einfach mal 18, ganz frech. Weiterverkauf brauchen wir eigentlich nicht. Das ist ja ganz angenehm so. Und 18 Millionen, dann wären wir bereit, ihn wegzugeben. Außerdem hat mir noch jemand geschrieben, dass ich doch links hinten Davis spielen lassen sollte. Aber der ist leider hier in dieser Karriere, weil ich die eben schon vorher gestartet habe, bevor hier so die ganzen Sachen in echt passiert sind, dass Davis immer Linksverteidiger gespielt hat. Da ist er jetzt noch links außen gewesen, also linker Stürmer. Und das heißt, ich kann ihn jetzt nicht auf linker Verteidiger spielen lassen, weil er da ein Rating von 66 hat, was halt echt schon unglaublich schlecht ist. So wie Kimmich nicht im defensiven Mittelfeld spielen kann. Das wurde für den Anstoßmodus in PES bzw. für Online und so was auch immer alles schon gepatcht. Auch wenn man eine neue Karriere jetzt starten würde, wäre das alles so übernommen. Aber in dieser Karriere, die ich jetzt schon angefangen habe, geht das leider nicht, dass Davis dann plötzlich Linksverteidiger ist. Naja, oder hier, das sehe ich jetzt auch gerade. Ich wollte jetzt Zirkzee spielen lassen für Lewandowski. Gibt sie auch nicht. Also in der Karriere mit meinem Vater, die ich gemacht habe, da gibt's ihn und ich habe ihn auch schon das ein oder andere Mal spielen lassen. Hier geht das nicht, also muss Jan Fiete abrennen. Also so sieht die Mannschaft aus, schon ordentlich durchgewechselt und wir starten rein, let's go. So, das kann natürlich auch jetzt in die Hose gehen, weil wir jetzt durchgewechselt haben. Aber ja, wir haben ja noch den ein oder anderen auf der Bank und auch noch den ein oder anderen guten in der Aufstellung mit drinnen und in PES könnte das sowieso besser klappen als in FIFA gerade eben. Deswegen, ich freue mich und bin gespannt. Spielen wir was auf Perisic, der spielt ihn auf Alphonso Davies. Und er macht sein Tor. Hier bei uns kann er wie gesagt nur linker Außen spielen und nicht linker Verteidiger. Aber für so ein Spiel, wo wir mal eine halbe B11 spielen lassen, sieht man, es zahlt sich auch so aus. So, Halbzeit 0:1, 17. Spielminute, Alphonso Davies mit dem Tor. Wir spielen das natürlich frech, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich spiele es nicht gut, weil ich auch mit der halben B11 noch nicht ganz so zurechtkomme. Wir wechseln auch schon mal den einen oder anderen aus, der wichtig ist. Zum Beispiel ein Perisic, der wichtig ist, oder ein Thiago, der wichtig ist. Machen das Spiel nicht selber, weil ich weiß, dass ich das mit dieser Startelf oder was auch immer, mit dieser Elf an sich nicht so gut schaffen würde. Sondern wir lassen einfach genau das, was Freiburg eigentlich nicht kann, wir lassen die das Spiel machen. Und machen genau das, was Freiburg eigentlich kann. Wir tun uns dann vielleicht durch den einen oder anderen Konter befreien. Unter Bedrängnis bringen. Sehr schön gemacht, Davies. Und jetzt Tolisso die Flanke auf Jan Fiederp. Das haben wir ganz schön gemacht. Aber leider der Ball nicht drin. Guiso jetzt mit einem Fernschuss. Auch der war nicht schlecht. Zweite Ecke. Boah, genau ihm vor die Füße gespielt. Der Schuss war gut. Aber die Parade war auch gut.
Und jetzt kommen sie. Das kann richtig gefährlich werden. Die Flanke war nicht so gut. Und jetzt wird's richtig heiß. Ulreich nicht auf dem Posten gewesen. Gut, dass hier geblockt wird. Wer auch immer es war. Und jetzt der Konter. Davis, Jan Fiete Ab kommt nicht mehr dran. Doch, er kommt dran. Er kann sich durchsetzen. Jan Fiete Ab. Jawohl. Jan Fiete Ab. Mit seinem ersten Saisontor. Genauso natürlich wie Davis vorhin. Da habe ich ganz lange überlegt und war mir ganz unsicher. Ich war auch ängstlich. Ich hatte richtig Schiss, dass ich den nicht reinmache. Aber ich habe mich dann bis nach oben bewegt und habe das dann eigentlich ganz klug gemacht. Hernandez nehmen wir raus, Alaba bringen wir rein. 2-0 und das ist verdammt wichtig. Oh Gott. Das wird eng. Ulreich, mega. Ulreich saved uns hier den Sieg, kann man schon fast so sagen, weil wenn jetzt der Ausgleich gefallen, der Ausgleich, oder? Wenn jetzt das der Anschluss gefallen wäre, dann ist der Ausgleich relativ nah. Weil dann dreht Freiburg in den letzten 15 Minuten nochmal richtig auf. Gnabry. Oh, ich wollte in die Mitte legen. Was hat der denn gemacht? Da war Autofokus nicht so geil. Aber das Spiel ist durch. Wir haben nur noch 30 Sekunden auf der Uhr. 40. Und führen 2-0, haben den Ball in den eigenen Reihen. Kimmich kann jetzt nochmal eine Flanke schlagen. Wird nochmal geklärt, gibt sogar nochmal eine Ecke. Ich bin stolz, dass ich mit dieser Mannschaft da einen 2-0 Sieg rausholen konnte. Bin ich echt stolz. Es hat super funktioniert und auch ziemlich nach Plan. Und dann kann ich jetzt die erste Elf gegen die beste Defensive gegen Hertha BSC spielen lassen, um ein paar Tore zu machen. Davis und Jan Fiete Ab mit den beiden Toren. Und Hertha verliert 1-0. Das heißt, sie sind nicht mehr die beste Defensive. Nicht mehr gleich mit uns. Sondern sie sind jetzt die zweitbeste Defensive, genauso wie Köln. Köln und Frankfurt. Und Hertha. Also, dann hat ja, Gladbach hier schon den Job für uns übernommen, die übrigens Platz 18 sind. Gladbach Platz 18 schlägt Hertha. Kann man machen. Atletico Madrid stimmt den Bedingungen zu. Da müssen wir nochmal nachgucken, ob das wirklich stimmt. Aber ihr könnt da mal reinschreiben. Ich würde sagen, Upamecano wäre natürlich so ein Ziel. Das wäre ziemlich, ziemlich geil. Ja. Die nehmen 18 Millionen an, okay, nehmen wir auch an. Wir verkaufen Boateng für 18 Millionen. Ihr könnt mal reinschreiben, neuen Verteidiger, dann zur Wintertransferphase. Aber, also so ein Upamecano, den würden sie sich ja in echt vielleicht auch sogar kaufen. Und wenn wir uns den hier im Spiel kaufen, schon vorweg quasi, würdet ihr uns bestimmt was bringen. So, Coman rechts oder Müller rechts? Müller hat, glaube ich, nur eine 79. Okay, ja, dann lassen wir Coman da spielen. Ja, dann würde ich mit der Aufstellung eigentlich schon so reinstarten. So, wir starten rein. Kamera, Akku gewechselt in die Partie gegen Berlin. Zu Hause in der Allianz Arena. Da haben wir Dortmund letztes Mal fertig gemacht. Mal schauen, wie das jetzt hier funktioniert. Wahrscheinlich nicht ganz so, aber hoffentlich ähnlich. Coutinho mit dem ersten Schuss. Das Dortmund-Spiel stand zu dem Zeitpunkt schon 1-0. Das haben wir schon mal nicht hingekriegt. Aber die stehen ja auch jetzt schon auf Defensiv. Jetzt Goretzka, da ist es. Da ist der Knoten geplatzt. Zumindest fürs Erste, yes. Das ist sehr, sehr wichtig. Goretzka ist da schön eingelaufen. Und Lewandowski hat das gesehen. Steilpass. Guter Schuss. 1-0. 18. Spielminute. Da ist es. Lewandowski. Schön gemacht. Coman fällt, kriegt einen Schlag ins Gesicht, so wie das aussah. Zumindest lässt er sich so fallen. Gelb für Plattenhardt. Schauen wir uns nochmal an. Ja, trifft ihn ein bisschen so im Mitgehen.
Gar nicht so schlecht die Position. Oh, Goretzka. Ja. Weiß nicht. Ich war halt ein bisschen zu weit dann um kurzen Pfosten, aber sonst hätte er mich halt gekriegt. Oh Mann, ey. Also was ganz klar unser Problem ist, jetzt ist ja die Halbzeit schon rum, können wir schon Fazit ziehen. Das Problem ist, wir kriegen dieses Konstrukt hier nicht gebrochen von Hertha. Es ist unglaublich schwierig, auf Lewandowski zu kommen. Es ist unglaublich schwierig, in einigen Situationen, das war natürlich jetzt ultra schlecht. Und der ist natürlich der Typ, der alles zerreißen kann da hinten. Also, wenn wir die Bälle auf Lewandowski bekommen würden, jetzt gibt es die erste Chance für Hertha, dann könnten wir die Abwehr zerreißen, das ist ganz klar. Also, dann können wir durch ihn wieder rein, wieder raus, wieder Mitte, wieder hinten. Er kann auch gut mal abschließen und so. Das ist halt unser Stürmer, der aus dem Spiel genommen wird komplett. Und Lewandowski meistens in einem Pulk drin. Schwer zu erreichen. Jetzt das erste Mal ein bisschen mehr Platz. Schuss war natürlich extrem schwach. Ich glaube, ich habe sogar Lupfer gemacht. Und Jahrstein hat natürlich auch gut gehalten. Oh, das war ein guter. Das war super. Das war richtig gut. Philipp Coutinho, der eigentlich so klein ist. 2-0. 50. Minute, das ist wichtig und gut. Schöne Ecke. Der stand richtig schön, guter Kopfball. Nice. Nice, nice, nice. So, und jetzt müssen sie doch eigentlich aufmachen. Alter, was machen die denn? Ich habe das leider nicht so schnell gerafft. Jetzt kriege ich eine gelbe Karte für den Scheiß. Oh, und ungewollt trickst er mich da aus. Und jetzt wird's gefährlich. Und es ist gefährlich. Es ist das 2-1. Scheiße. Nur weil er mich ungewollt austrickst. Es ist halt ehrlich nur wegen dem gewesen. Ja, okay. Machen wir jetzt gleich mal Strategiewechsel. Also hier kommt der Pass nach unten. Und dann ist er eben verstolpert. Und dadurch renne ich ins Leere und komme dann nicht mehr in den Zweikampf. Da haben sie dann nur noch in die Mitte gespielt und geschossen. Und da ist es. 3-1, stark gemacht dieses Mal. Das war jetzt nicht viel Taktisches. Da war einfach eine Lücke. Und ein bisschen, ja, was heißt Glück? Glück war eigentlich jetzt nicht. Der Ball kommt halt gut an. Oft so, dass der Ball ja dann verspringt oder so. Er kommt gut an. Die Annahme war gut. Und Lewandowski chippt ihn dann noch drüber. Eiskalt 3-1. Und da ist das nächste. 4-1. Das war wunderbar gemacht. Das war richtig schön. Oh, yes. Das war richtig geil. Also der Spielzug, der hat mir gefallen. Kimmich gibt hier zurück. Thiago läuft auf die Grundlinie. Der Torwart kommt ein bisschen raus. Die Flanke, es war eine Flanke. Es war kein Pass, kein Lupfer, kein nichts. Es war eine Flanke, kommt super auf Lewandowski. Und der köpft ihn, der nickt ihn ein. Thomas Müller, nächste Chance. Oh, er müsste nur über den einen drüber gehen, aber ich habe ihm ins Gesicht geschossen, quasi, oder geflankt. Ja, gar nicht so ungefährlich. Sie machen es auch gefühlt noch gefährlicher. 4-1. Wir haben ihm 4 Tore eingeschenkt für die Differenz, beziehungsweise für die Gegentore. Aber sie uns auch eins, muss man auch sagen. So, schauen wir nochmal die Ergebnisse. Frankfurt müsste auf Platz 2 gewesen sein. Die verlieren gegen Dortmund. Hoffenheim war auch relativ weit mit oben. Die unentschieden gegen Mainz. Also, uiuiui. Hier ist auf jeden Fall was passiert. Hoffenheim jetzt wieder hinter uns. 6 Punkte jetzt mittlerweile Abstand. Wir haben die letzten Spiele alle gewonnen. Das muss man immer anerkennen. Und mit 8 Toren sind wir jetzt beste Defensive zusammen mit Köln. Die haben auch 8.
Ja, naja, passiert. Wir gucken jetzt nur mal kurz drauf. Also ich habe gegen Ajax verloren und dann gegen Leipzig am sechsten Spieltag und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 müssen es dann sein. 8 Spiele jetzt hintereinander ungeschlagen. Das ist richtig gut, beziehungsweise 8 Spiele hintereinander gewonnen. Wir haben ja nicht ein Unentschieden oder so dabei gehabt. 8 Spiele hintereinander gewonnen. Das ist richtig gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir total, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei der nächsten Folge wieder mit rein. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.